So, hallo. Erstmal die Einstellung wieder umstellen. Und Krümel wegräumen. Ja, für heute gehen wir mal auf die Suche nach Stroh. Ich hoffe, dass wir in der Stadt da irgendwas finden. Und ändern dann das Dach und ja, machen jetzt noch ein paar Quests. Was mich auch noch interessiert ist, hier hinten die südliche Karawane, ob es damit irgendwas Besseres gibt. Genau, das ist so der aktuelle Plan. Und ich glaube, ich muss einmal Enshroud neu starten. Startet ja super. Instabil. Sind wir. Wir holen uns erstmal, wie heißt das gleich noch? Den ausgeruhten Buff. Diese Strecke wäre kürzer und wir kriegen den hier. Ja, komm, reißen wir hier hin. Die Quest und holen uns Schreinerwerkzeug. Das kriegen wir vielleicht auch neue wie heißt es gleich noch, vielleicht neues Werkmaterial, mit dem wir arbeiten können. Was ich auf jeden Fall gesehen habe, ist, dass wir einen neuen Brunnen bekommen oder überhaupt erstmal einen Brunnen. Wurzel können wir dann auch gleich mal kaputt machen. Okay, das ist wahrscheinlich da hinten in diesem Dungeon-Ding, aber ich will jetzt hier erstmal. Ach, Stufe 11, das geht ja sogar noch. Oh. Außer die kommt von hinten. Wow.
Oh, das war falsch. Okay, dann Fleisch essen. Okay, das muss eine Flüssigkeit sein. Zu morgen oder zu Freitag habe ich vielleicht auch noch eine Stream-Verbesserung, aber leider ist heute was kaputt gegangen. Oh, Kacke, wo ich mich einfach blöd angestellt habe. Ja, aber lässt sich alles reparieren. Dauert halt nur. Oh. Der seltsamste Besucher. Mein Sohn Jasper behauptet, in der Nacht hätte ihn eine dunkle Gestalt einen Besuch abgestattet. Zuerst hielt das nur für den Traum ein... Was? Okay. Zuerst hielt ich das nur für den Traum eines Kindes, aber dann, keine zwei Wochen später, erlebte ich selbst etwas Ähnliches. Es fühlte sich so real an. Eine verhüllte Gestalt schwebte über mir und berührte meinen Geist mit nur einem Wort. Graben. Okay. Nice. Oh. Oh Gott. Dann geht's jetzt runter in die Minen. Ah. Ah, hier geht's wieder raus, okay. Okay, hier ist anscheinend ein Boss. Okay, was befindet sich hier oben? Okay, nice. Wirbelbrecher. Okay, kann ich zerlegen und zerlegen. Unsere jetzige Waffe ist eine Stufe 19. Die habe ich nämlich voll geupgradet und Stufe 18 Bogen aufgeupdatet, aber legendär. Der schallert halt ein bisschen. Oh Gott, ein bisschen mehr rein. Oh Gott, hat der dann da Graben reingesprengt.
Wäre das wahrscheinlich für die Brutmutter ganz gut gewesen, oder? Das tat weh. Ja, dann brauche ich jetzt nicht mehr zurück. Okay, das haben wir relativ harmlos geschafft. Außer, dass wir einmal gestorben sind, aber ich glaube, wir hätten es dann auch nicht geschafft. Oh Gott. Weggeschmissen, weil ich dachte, die brauchen wir nicht. Vielleicht findet man ja sowas noch.
Oh, ich hätte nicht runterspringen dürfen. Okay, aber dann kann ich zurückreisen und ja. Oder nicht? Muss ich erstmal raus. Oh Gott. Erdbeeren. Okay, also jetzt hier außen rumlaufen und dann hinter dem großen Felsen geradeaus, dann darum. Okay, ja, das können wir mal ausprobieren. Ja, hier gibt es sogar einen Weg. Okay. Schimmersteinmine. Oh Gott. Nochmal und 7. Das war... Ja. Okay, das ist super. Das war gerade eben wenig anstrengend. Ah, und Nerven aufräumen. Nope. Okay, wenn man Fässer sprengt, dann... und Kisten in der Nähe sind, können die kaputt gehen.
Das hier ist nur Kupfer, kein Schimmerstein. Oder meinen die damit Schimmerstein? Aber hier ist irgendwie nichts, was mich an Schimmerstein erinnert. Was ist das hier? Grün ist immer so ein bisschen uff. Also mit Schimmerstein wird anscheinend Kupfer gemeint sein. Schön. Oh, jetzt weiß ich, was ich vergessen habe. Vielleicht hätte ich mal meine Waffen reparieren sollen. Weil die sind ein bisschen hart platt. Ups. So.
Ich habe keine Maiskolben mehr. Okay. Bärenbusch. Oh. Buschsetzling. Ja. Und ich mach mal den Rucksack leer. Zerlegen, zerlegen. Zerlegen. Ja, das passt. Oh. Einmal eben zur Eule. So, ich will mal Farmboden. Den können wir dann in hier reinschmeißen. Wollte ich mal gucken. Oh Gott, gibt es viel. Pilzsetzlinge? Ne, die brauchen Knochen. Mit Tomaten haben wir. Erdbeeren. Erdbeeren können wir herstellen. Schön. Ah, und Knochenmehl können wir auch einmal reinschmeißen. Dann habe ich das für das andere Rezept. Gut. Holen wir uns eben noch Wasser, damit ich Heiltränke herstellen kann. Und dafür brauchen wir noch Pilze. Wasser, okay. Oh, ich brauche lila Beeren. Habe ich noch welche? Verdammt. Ist das hier einfach nur Feuerstein? Krieg. Leuchtstein ist gefallen. König Gormanda ist tot. Eine Armee von Geisteskranken, Widerwärtigen und Bleichen, die kaum ihre Füße über den blutigen Boden heben können. Sie schleppen sich durch unsere Täler, durch das Miasma angeführt von den verrückten Wächtern des Nordens.
Vor Gott. Ich wusste immer, dass das Elixier nur Misstrauen sehen würde. Ich blicke hinauf zu den Warten der Erbauer, hinauf zum Himmel. Es gibt kein Entrinnen. Wir müssen standhalten. Balthasar. Nett. Okay. Wie viel brauche ich denn hier für ein Setzling? Bärenbusch-Setzling. Eine. Okay, gut, das kann man noch relativ machen. So. Hi. Ich brauche Tränke. 5 Stück sollte erstmal reichen. Auf geht's zu Tor zu den Säulen der Schöpfung. Obwohl, ich würde mal eben eine ganz fixe Pause machen. Und dann sehen wir uns gleich wieder und dann gehen wir in das Tor zur Schöpfung der Hoffnung rein. Also, bis gleich. Tag schön. Ups. Dann können wir ja mal jetzt gleich loslegen. Es war hier. So. Essen wir mal direkt noch was. 4. Oh, tödliches Miasma. Okay. Das ist irgendwo hier, ne? Ja. Okay, tödliches Miasma, komme ich nicht rein. Schade, schade, schade. Aber kann ich ja mal hier lassen. Ich glaube, dann muss ich die nächste Stufe der Flamme erreichen. Okay, dann gucken wir uns die Karawane an.
Hallo. Oh Gott. Oh, nett. Eine Balliste und... Oh Gott. Oh Gott. Ja, ich glaube, wir sollten mal eben ganz fix zurückreisen. Stein. Ha! Wie machen wir das am geschicktesten? Okay, eben noch ausruhen. Und dann geht's weiter. So, was ich eben noch gucken wollte, war Überlebenstrank. Plus 2 Minuten. Okay, aber da gibt's nichts, was... Moment, ich guck eben beim Alchemist. Balthasar. Gib mir Rezepte. Den, Balthasar. Hä? Handwerk? Will er mich ver... Ah. Verrücken. Oh, sorry. Werkstätten. Aha. Alchemist. Maximale Zeit. Ausdauer. Schade. Herstellen. Okay, und die Bäuerin, was hat die neu? Spezialpfeile. Okay, ja, schade. Ich war der Hoffnung, dass es vielleicht so ein Schutzzauber oder sowas gibt oder sowas wie
Du kannst 30 Minuten eine Stufe besser aushalten. Oder so. Stärkung der Flammen, was brauche ich hier? Brut, Irrlicht, Würm. Kopf. Bernstein, das geht noch. Der Rest geht alles. Moin. Ja, ich bin gerade dabei, in Enshrouded, wollte ich eigentlich Werkzeug holen, das hat aber nicht geklappt. Jetzt gehen wir die nächste Quest an. Ja, hau raus. Bitte was? Ja. Und den findest du auch noch nicht unter deinen Game-Servern, wenn du dich im Webprofil von Nitrado angemeldet hast? Warte, ich muss mal parallel mitgucken. Also du meldest dich ja mit deinem Profil an Nitrado an. Ich muss mal eben den Authenticator rausholen. Ach, nein, noch. So. Du müsstest eigentlich auf deinen Namen klicken. Und dann zum Beispiel auf meine Dienste. Da müsste dein Server aufgelistet sein. Und eine 1 zum Beispiel neben deinem Game-Server. Ach, in-game? Yo, das wird lustig. El Momento, das kann ich dir mal eben zeigen. Also, wenn du in deinem Steam drinne bist, musst du hier oben auf Datei. War das Datei? Nee. Moment. Hier, auf Spieleserver gehen. Unter Anzeige Spieleserver, dann öffnet sich hier so ein Pop-up und hier kannst du über das Plus die IP-Adresse von den Nitrado-Server angeben und wenn du das gemacht hast, kannst du hier einfach einen Doppelklick drauf machen und wie heißt das gleich noch? Das Spiel sollte sich automatisch entweder starten oder direkt damit verbinden. Also das sollte klappen. Weil ich habe jetzt hier nur Favoriten hinterlegt. Und ja, also so solltest du die Verbindung herstellen können. Dann sollte der auch unter... weil du den als Favorit markiert hast, sollte der mit einem Sternchen in deiner Enshrouded-Liste auftauchen.
Hi Phoenix. Ja, nach Namen suchen ist natürlich auch noch möglich, aber das dauert halt noch ewig und 3 Tage länger. Aber das mit den Favoriten kann ich auf jeden Fall empfehlen. Das sollte bedeutend besser funktionieren als über die Suchfunktion, weil es halt dann direkt einfach eingeblendet wird. Und wie weit bist du mit deinem Turmbau gekommen? Oh. Das sieht ja lecker aus. Also, Kahn, ich hoffe, das hat alles geklappt. Weil, wenn du wegen dem Spiel hier fragst, kann ich auf jeden Fall das Spiel 100 Pro, oh Gott, oh Gott, oh Gott, 100 Pro empfehlen. Das macht richtig, richtig Laune. Hä? Wieso bin ich denn jetzt einfach Stufe 14 geworden? Kann ich nicht meckern.
Okay, ja. So, Fähigkeiten. Oh, ich kann den Doppelsprung lernen. Hehe. Fernweh. Oh, das hört sich super an. Reinigung. Also ich glaube, die beiden Missionen kann ich noch nicht machen. Geschichte eines Anglers. Boah, ich glaube, die machen wir mal. Dann gucken wir uns den Bereich hier oben an. Oh. Bodengleiter. Der Pilz sieht geil aus. Kann ich den fällen? Okay, gibt nur die Flüssigkeit. So. Hilfe. Oh Gott, der hat reingezimmert. Oh mein Gott.
Dankeschön, Emily Mia. Hi. I'm doing fine, and you? That's nice. It's going awesome. I'm streaming a lot of games. And yeah. I'm from Germany. Thank you. I try my best. Sie leben im Untergrund. Es ist wahr, die glühenden Irrlichter feiern. Sie tanzen vergnügt und fröhlich unter den Wellen. Ich sah Lichter im Morgengrauen unter der schimmernden Wasseroberfläche. Sie leuchten aus der Tiefe und das, nachdem Erlands gestorben war. Die Leute spotten und lachen, aber ich weiß, was ich gesehen habe. Ist das ein Zeichen? Wird sie zurückkehren? Vielleicht lächelt sie uns. Vielleicht lächelt uns das Glück endlich zu. Wo ist der blöde Gegner da? Maybe Hamburg. That's a nice city and the Landungsbrücken are very nice. You can walk there and can go to a theater and
You can watch The Lion King. It's a play there. So it's very big and nice. Oh, you are from Manchester. That's very nice. Thank you. I try to improve every day, and the next improvement is maybe tomorrow or on Friday. There I get a second PC with a low-end capture card, and I'm trying to improve because streaming and gaming, the gaming content looks not so nice and I don't like it, so I improve it. Yeah, thank you. Yeah, I thought you mean other places than home. So home is a very nice place. Yeah. So far it's Skyrim and Witcher 3. Yeah, I like survival games with a little bit of building content. Yeah, Monster Hunter is also a game I played too much. So I played too much and I can't play it now. Is that a thing? I maybe played 140 hours and now I'm sick of it. But Skyrim and Witcher together I have maybe 2000 hours in it, I think. Uh,
Thank you very much. I try my best, but it's not the main focus to grow very big. I only stream games I like, and that's all. I try, but I start streaming on the 1st of January, so this year, and I try to stream daily. I'm a IT specialist and I'm working at a big company and I have my own s IT support ga game game my own IT support team, and we manage and help roundabout 1,500 to 2,000 PCs and 3,000 users. So, yeah, I'm a IT guy, but very specialized in one kind of people and software because I work there around about 10 years. Oh, nice. In my times, you. S thank you. In my times, in my times, you can't get a degree in game development because in Germany it's something that you can get maybe around 10 to 12 years ago, but I graduated maybe 16 years ago, and yeah, you can study IT and it's a master degree. Thank you very much. That's nice. Thanks. Wow. Nein. Hilfe. So. Was wollte ich hier eigentlich machen? Nochmal die Miasma-Wurzel angehen. Ah, da ist die Wurzel, okay. Also holen wir uns die zweite Wurzel der Stadt, würde ich jetzt mal sagen, weil ich endlich mit Mission fertig mache. Neuen Ort. So, was ist das? Kellenbucht und Burg Ehrenstein. Not right now, because I'm not sure how I want to design my Twitch channel, and I'm only doing streaming right now and not more. So s s thank you very much.
of course, but I don't think I'm changing right now. And if I'm changing my appearance or something like that, then I'm looking active for a designer or so. Ja, nice. Und einfach nur, weil du das Gefühl hattest, du hast zu viel gerusht. Oder so von wegen, du hast Sachen verpasst. Wow. Ich habe keinen Trank mehr. Oh Gott. You can add me at Discord. My username is Decock and I can take a look after the stream. So I can give you a feedback. Yeah, but right now I'm playing a game. Kunstvoller Holzbogen. Was für ein Level ist denn der? So, 15, 18, legendär. Oh. Das kann ich auch zulegen. Das hier sieht nice aus. Aber das hat halt so wenige Wuchtschaden, Stichschaden. Das erhöht eigentlich auch nochmal um 10 und schon bin ich auf dem Level. You don't have me have to call me sir. That's very old fashioned. Phoenix, hast du jetzt denn mehr Spaß mit dem Spiel? Dadurch, dass du jetzt einfach dir mehr Zeit lässt, oder? Ja, was anderes kann ich eigentlich gar nicht fragen. Also, weil... Ey, ich bin so ein Typ, Mensch, ich könnte ein Spiel nicht nochmal neu anfangen. Ich glaube, es kommt auf das Spiel drauf an. Bei Enshrouded kann ich mir das echt gut vorstellen, einfach wenn neue Features hinzugefügt werden und so weiter. Aber irgendwie, wenn ich den Inhalt des Spiels schon kenne, wird das relativ relativ schwer. Weich. Also dadurch, dass man halt alles kennt, fällt es mir schwer, das dann nochmal zu spielen. Da brauche ich dann Jahre für. Also ich habe dreimal The Witcher 3 durchgespielt, im Abstand von, ich glaube, 2 Jahren auf verschiedenen Schwierigkeitsstufen. Das hat dann wieder gebockt, aber ich glaube, so kurz hintereinander. Kommt drauf an, wie weit man gekommen ist, würde ich sagen. Emily, I take a look after the stream, so thank you. Oh, sorry. Die Eindringlinge haben den Platz eingenommen. Die Fußsoldaten müssen auf dem Weg zum Hafen sein. Sie nähern sich dem Tor, kein Zweifel. Zum Glück habe ich es noch rechtzeitig auf meinem versteckten Dachboden geschafft. Ich kann sie von hier aus nicht sehen, aber ich höre sie. Ihr Herr, der Wächter des Nordens, singt. Sein Gesang klingt düster und unheilverkündend. Bewegt sich der Himmel draußen? Nein, das sind die Wolken. Ein nebliger Schleier mit Streifen aus blauem Licht. Was um alles in der Welt.
Ich wage einen Blick, ich kann es sehen. Das Kopfsteinpflaster reißt auf wie fauliges Fleisch. Er zieht seinen Handschuh aus, bei den Erbauern, seine Hände. Sie sehen erfroren aus, tot. Wie konserviertes, fauliges Fleisch. Hebt er da etwas auf? Ich kann nicht sehen. Noch ein kleines Stückchen weiter. Okay, komische Stories, ey. Hallo. Oh. Kann man später so einen Braukessel bauen? Das will ich auch nochmal machen. Oh, oh Gott. Hallo. Gott. Hilfe. Hey. Hey. Hilfe! Ich glaube, ich sollte mal zurückreisen. So. Ah, okay. Okay, also hast du viel geskippt, sage ich jetzt mal, oder die Story zum Teil nicht gelesen. Obwohl das mit der Story, das würde ich nicht problematisch sehen, aber wenn man ich weiß nicht, ich bin immer so jemand, ich sag jetzt mal, wenn du ein Tor öffnen musst, um in das nächste Gebiet zu kommen, bin ich jemand, der schließt erstmal alles in dem ersten Gebiet ab und dann geht er in Gebiet 2 über. Also so spiele ich. Also das könnte natürlich dann auch Auswirkungen haben. Aber hey, was ich hier gut an dem Spiel finde, ist, du musst dich ja nicht unbedingt damit beschäftigen, sondern kannst jetzt einfach sagen, okay, hey, ich habe jetzt eine ganze Zeit gequestet. Ich habe jetzt Bock auf andere Sachen, was ich schön finde. Ah, okay. Ja, das ist, ich kann es verstehen. Ich finde, es ist hier auch sehr viel zum Lesen. Aber, ich weiß nicht, gehört es dazu? Ja. Ja, ich habe, vor dem Problem stehe ich nämlich gerade auch. Pfeil und Bogen habe ich mich gerade noch nicht so richtig beschäftigt. Ich habe ja jetzt hier mit dem Anbauen angefangen. Okay, ich habe Erdbeeren, Mais und Tomaten. Aber ich merke gerade, wie weit ich suchen muss. Einfach nur, damit ich einen Busch finde. Damit ich mir neue, wie heißen sie gleich noch? Lila Beeren holen kann. Und es wäre ja viel geiler, das hier einfach über den Setzlingkasten anzuzüchten. Also, ja, bin ich da jetzt auch gerade hart am Überlegen. Ach ja, und
Ich weiß nicht, wie weit du das gespielt hattest, aber gucke mal. Darüber hatten wir uns doch unterhalten. Ja, okay, das ist dann der Punkt mit dem Aufrüsten und so weiter, ne? Aber hier drüber hatten wir uns ja gestern unterhalten oder vorgestern. Und es gibt einen Brunnen. Das finde ich nice. Das einzige Problem ist, du brauchst dafür brauchst du die Schreinerwerkzeuge und das bekommst du bei den Toren zu Säulen der Schöpfung und dafür musst du leider die Flamme auf Stufe 4 upgraden. Und da brauchst du den Brutirrlicht-Wirrmkopf. Und ja, ich habe noch keine Idee. Und keine Tränke mehr. Das ist viel schlimmer. Also baue ich das Feld jetzt gleich mal weiter. Okay, hast du denn schon Stufe 4 gehabt? Das würde mich mal interessieren. Ah, okay. Ja. Hey, ich bin aber auch so jemand, der erstmal hier das Gebiet fertig machen würde. Aber das sind jetzt hier Sachen. Miasma-Wurzeln. Also, mal gucken. Was ich ein bisschen schade finde, ist, dass man die nicht ablösen kann, glaube ich. Beziehungsweise habe ich das noch nicht ausprobiert. Oh. Das glaube ich auch, weil ich da ja auch eben gerade ordentlich auf die Fräse bekommen habe. Aber ja, dafür muss ich jetzt erstmal lila Beeren sammeln und die mal anpflanzen. Oh, geil. Damit ich ja den Dingsens da weitermachen kann. Also noch mehr Tränke brauen kann. Also ich würde jetzt erstmal sagen, ich erweitere das Farming, damit ich eine stetige Quelle an Ressourcen für Tränke habe, weil ja, wir streamen jetzt seit knappen anderthalb Stunden, würde ich sagen. Und verbraten haben wir jetzt 12 Tränke. Also das bedeutet zwei Dinge. Ich habe zu wenig Tränke und das zweite bedeutet, dass ich bin zu schlecht im Kämpfen. Kann ich die einfach so? Die kann ich einfach so pflanzen. Geil.
Und daraus bekommt man, aus einer Beere bekomme ich 20 Setzlinge. Nice. Ich würde sagen, wir sind vorbereitet, um die Stadt weiter zu erkunden. Also, ich will jetzt hier hin zum verstreutes Erbe. Hey. Oh, da ist noch eine Wurzel. Setzen sich die Wurzeln auch wieder zurück? Ich dachte, die sind persistent. Das ist ja übel. Ja, genau. Okay. Boah, ich weiß nicht. Das finde ich wiederum schade, dass das auch im Singleplayer ist. Also, ich weiß nicht. Also ich hätte es geil gefunden, würde es eher Richtung, du kannst dir das aussuchen, wie du das handhaben möchtest und nicht, du bist jetzt geforst, dass die Welt nicht persistent ist. Also zumindest einige Sachen würde ich nice finden, wie die Wurzeln zum Beispiel.
Oh Gott. Gestern ist der Fluss übergelaufen, ist einfach über den Bordstein gestiegen und bis zum Platz geschwemmt. Die sonst sanften Wellen des Flusses schäumt an der großen Treppe. Eine heftige Flut, sagten sie. Sagten sie, flussaufwärts muss sich eine Blockade gelöst haben. Aber ich bin anderer Meinung, das Wasser schmeckt anders. Es peitscht gegen unsere Außenmauern und steigt immer weiter. Während der Herrschaft von Königin Erlands wäre das nie passiert. Unser Königreich wird unter Gormander zerfressen. Wir sind schwach geworden. Kunstvoller Holzbogen. Stufe 15. Legendär.
Oh Gott. Okay, ich muss gleich mal meine Axt reparieren. Ah, da muss ich hin. Oh Mann. Oh. Was ist eigentlich? Hey, Feuer. Erfüllt. Hose des Nordens. 27 und 27 und die hat 8. Wir sind ausgesperrt. Die Bastarde haben die Tore zur inneren Stadt verschlossen. Wir Armen sollen hier jetzt wohl sterben. Das wird nicht helfen. Die Armee von Vorgoth wird sie schon in die Finger bekommen. Brennen sollen sie. Gormanda soll Stahl fressen. So leicht gebe ich mich nicht geschlagen. Ich bin zwar versteckt, aber ich habe immer noch diese verfluchte Krankheit vom letzten Winter. Wenn mein Körper mich jetzt im Stich lässt, wenn ich niese, wenn ich huste, während die Nordlinge draußen herumschlendern, wenn diese Abwässerkanäle mein Grab sein. Ich zittere. Das ist nicht mein Schüttelfrost. Irgendwas stimmt nicht. Hier weht Wind. Nein, das ist Atmen. Scharf wie eine Klinge. Ich kann nicht sehen, woher oder von wem es stammt. Es ist in mir. In meiner Kehle. So kalt. Es ist Säure. Es ist schlimmer als die Kanalisation. Hilfe. Hilfe.
Ja. Was machen wir denn jetzt hier? Wir kommen hier. Ah, doch, wir kommen raus. Okay, ich steckte hier gerade irgendwie 5 Minuten drin. So. Und bevor wir jetzt weiter in der Stadt rumlaufen, werde ich nochmal eben eine fixe Pause machen. Und dann gehen wir gleich da mal auf die Zinnen und gucken mal, ob wir da was finden. Also, bis gleich. So, da bin ich wieder. Ups. Thank you.
Erbauer, steh uns bei. Sie sind durchgebrochen, die Soldaten der nördlichen Wache. Sie haben alles verwüstet, brüchige Mauern endgültig zerstört. Das Tor wurde gesenkt, wir sind ausgesperrt. Wir können nicht rennen, wie Ratten im Käfig. Ihre Fäuste knallen an das Eisen. Ich senke meine Hände, presse meine Handflächen zusammen und bete, o Erbauer, bitte irgendjemand soll das Tor öffnen. Oh. Ist wirklich zu. Versuch mal auf den Turm raufzukommen. Ups. Mal gucken, ob ich den Turm da hochkomme. Hilfe. Okay. Nice. Keule des Trotz. 48 Schaden. Okay, dann sind wir hier in der Oberstadt. Gormanda wacht über uns. König Gormanda, Sohn der glorreichen Erlands, Schutzpatron des Düsterdickichts und der Hochweiden, wacht über uns. Sein ehrenvoller Blick vereint uns alle, beschützt uns vor Unheil und geleitet uns in ein neues Zeitalter des Wohlstands. Nett.
Oh, ein Untoter. Nice, Stufe 15. Super. Ich bin gespannt, ob das dauerhaft offen bleibt. Oh. Die Katakomben. Ich bin unruhig. Des Nachts dringt hinter den Mauern ein Stöhnen an mein Ohr. Ein Röcheln, knirschend und dumpf. Ein Wimmern aus einer Kehle, trocken wie der Sand des Ödlandes. Ein hohles Klopfen gegen mein Schädel. Es heftet sich an meine Wirbelsäule und erschüttert mein Inneres mit jeder Vibration. Ich kann das nicht ertragen. Ich habe Holz und Nägel mitgebracht. Was auch immer es ist, ich lasse es nicht herein. Alter, sieht das nice aus. Okay. Irgendwie habe ich Panik, dass hier gleich irgendwie ein Boss-Mob oder sowas kommt. Vor allem, wenn hier der Heilung und die Heilungssphäre ist. Oh, das ist hier gerade alles so prädestiniert dafür, dass es hier zu einem... Ja, das sieht ja erst recht aus wie ein Bosskampf. Das ist ja fast schon garantiert ein Bosskampf.
Oh, hier ist die Würmmutter. Wow. Ja, mach ich viel Schaden. Wow. Hilfe. Hilfe. Ja. Okay, mit ein paar mehr Heiltränken werde ich die wahrscheinlich gut platt machen können. Und vielleicht mit den Kupfergiftpfeilen. Ich glaube, mit denen. So. Ups.
Leuchtsteinblatt. Weil wieder nichts Gutes über Gormander. König Gormanders letztes Geschenk an Leuchtstein ist gelinde gesagt ein absoluter Reinfall. Und natürlich der lachhafte Versuch eines Mannes mit Holzgebiss, seine glorreiche Mutter nachzueifern. Es ist eine überaus platte und uninspirierte Geschichte. Seichter als die Wasser von Weißwind, letzter Sommer. Ihr erinnert euch, wollte unsere Lordschaft die Oberstadt in Gormandgärten umbenennen. Zivile Unruhen verhinderten dies. Leider wurden wir stattdessen von einer Statuette seines Abbilds gesegnet. Der Blick der besagten Statue ist genauso schlaff und müde wie der Königs Einstellung zu den brodelnden Konflikten im hohen Norden. Das Beste an Gormander ist und bleibt neben seiner gefüllten Goldkammer sein hölzerner Überbiss. Raymond Jones. Leuchtsteinblatt-Editor. Okay. Heute kehren wir zur Erde zurück. Ich hätte nie gedacht, dass ich in meinen letzten Tagen noch einen Krieg, ja, eine Invasion erleben würde. Ich habe schon so viel begraben. Ich gestehe, dass mich das beruhigt. Ich begleite Menschen auf ihre letzten Reisen, so viele letzte Abschiede. Und heute ist meiner gekommen. Die Nordarmee hat die Tore passiert. In der Burg finden wir keinen Unterschlupf. Gormander hat alle Türen versperrt, alle Tore herabgelassen. Das wird die Horde nicht aufhalten. Sie werden einen Weg finden. Die Erbauer schützen uns. Miasma strömt hinein, etwas tropft von oben herab. Wenn das hier jemand findet, wenn jemand übrig ist, ich möchte neben meiner Frau und meinem Sohn unter der alten Eiche begraben werden. Lass den Grabstein leer. Ich habe nichts mehr zu sagen. Okay, da werden wir wahrscheinlich den letzten Teil. Ja, dann werden wir da nochmal hin. Oder muss ich dafür erst den Boss besiegen?
Das ist da oben. Okay.
Dann haben wir uns jetzt mal ein bisschen gebufft. Wir werden das mal ausprobieren.
Ach, mit ein paar Buffs und. Habe ich es jetzt auch endlich geschafft, den Wurm zu töten. Ich bin mal gespannt, was für, was unser Loot ist. Ring des Commanders. Wir kriegen 30 Punkte, 30% mehr Mana-Punkte und 30 Lebenspunkte. Den Kopf und einen Schlüssel. Das Schlüssel noch dazu habe ich schon gesehen. Nice. Das hat echt Nerven gekostet, sag ich. Oh Gott. Wieso kommen die hier unter der Erde? Hilfe. Gott, oh Gott, oh Gott. Endlich im Thronsaal. Oh, da muss ich. Oh, da geht's auch an. Okay. War das dann?
Oh. Nice. Ja, nice. Lesen. Segel setzen, wohin er auch geflohen ist. Gormanda ist allein oder bei anderen Kurtisanen. Die Stadt ist überrannt. Sie haben früh morgens unsere Mauern niedergerissen und hüllen unsere Stadt nun in dicken, atemraubenden Nebel, dessen Farbe an Straußenfedern erinnert. Jetzt hocke ich hier allein zum ersten Mal seit Jahren, wie ein kleines Mädchen. Mein Herz flattert wie ein aufgeregter Kanarienvogel in seinem Käfig. Ich hätte weglaufen und mir ein Schiff besorgen sollen, es vielleicht kapern können. Immerhin kann ich fechten und eine Karte lesen. Vielleicht ist es noch nicht zu spät. Ich könnte immer noch mit dem Blau des Meers aufwachen und das Salz auf meiner Haut spüren. Meerjungfrauen sehen, laut an den Docks singen, ich will in einen Sturm enden, in einer Feuerbrunst und nicht in einem einsamen kleinen Turm. Lacht mich nicht aus, ich fühle mich so klein. Oh Gott.
So, wo muss ich jetzt eigentlich hin? Schleudern. Oh, Truhe. Wildwolf Langbogen. Okay, hier müssen wir noch da drüben. Oh Gott. Okay, hier waren wir ja schon. So, jetzt fehlt uns ja nur noch die Schuhe für die Rüstung. Oh Gott. So. Hi. Nice. Belagerungsbericht Tag 3. Status. Schrecklich. Treffer heute 17. Dieser Abschnitt wurde hastig hingekritzelt. Es ist nichts mehr da. Zerfetzt wie Zuckerwatte. Ihre Katapulte sind Teufelswerkzeuge. Verdorbenes Feuer, hellblau und verschwommen. Ein feudliger Gestank, eine unbekannte Zahl, zu viele angeführt von Wargott, er kommt. Schwere Stiefel hat Kattens Schädel zertrümmert. Unten verloren, Dreck und Schlamm, alles rot. Eine Welle aus Stahl bahnt sich den Weg zum Marktplatz. Meine Brüder unten schreien, kein Weg dorthin. Es ist laut, die Schreie. Ich kann das nicht ertragen. Bei den Göttern. Bitte. Ich bin nur ein Knappe, bitte lass mir meinen Kopf, Kaden, es tut mir so leid. Nett. Ah, und damit können wir das Gebiet abschließen. Ah, ich bin kurz davor, den Stream aufzugeben. Ich wurde heute Nachmittag operiert. Also, beziehungsweise, die haben mir Mutter mal weggeschnitten. Das ist am Oberschenkel. Und ich sitze da die ganze Zeit drauf und mir fällt mein Bein halb ab.
Und ich habe das schon ausgepolstert und sowas alles, aber ich kann nicht mehr sitzen. Ja, das ist das aktuelle Problem. Aber sonst geht's mir gut. Ja. Und dir? Ja, also ich denke mal, dass ich jetzt Feierabend mache. Wie gerade schon gesagt, mir fällt mein Bein ab. Ich denke, morgen wird das bedeutend besser. Ja, mir tut das komplette linke Bein weh. Ich sitze hier auch schon so halb nach rechts geneigt. Ja, aber wenn alles gut läuft, kann ich die Grafikqualität von dem Spiel hier morgen bedeutend verbessern. Dann sind die Teile endlich da und ich kann den Streaming-Rechner fertig bauen. Und ja. Ja, das tut mir echt leid. Ich werde mich jetzt gleich ins Bett hauen und mir ein Kühlpack aufs Bein legen und dann hoffen, dass morgen dann alles besser wird. Und nicht mehr so krass wehtut, wenn ich drauf sitze. Sonst muss ich mal überlegen, wie ich das mit dem Sitzen mache. Weil. Achso, ich hatte nur ein Muttermal. Das wurde rausgeschnitten. Aber das war halt. Also, das, was sie rausgeschnitten haben, war halt so groß wie ein 2-Euro-Stück. Und das ist genau mittig vom Oberschenkel. Und da sitzt du halt perfekt drauf. Und das, nach 3 Stunden sitzen mit zwischendurch mal aufstehen, das, geht nicht mehr. Ach, das, ja. Also, das ist nichts Schlimmes, aber danke. war ich ja vorbereitet, deswegen habe ich jetzt auch also jetzt morgen und übermorgen noch Urlaub. Und, da kann ich ganz entspannt mich erholen und sitze nicht auch noch auf der Arbeit die ganze Zeit auf dem Stuhl. Und ja, deswegen passt das eigentlich. Also ich denke mal, morgen wird das schon bedeutend besser sein, wenn das dann erstmal eine Runde abgeschwollen ist und verheilt ist. Ja. Ja, also danke fürs Vorbeischauen auf jeden Fall. Und trotzdem dir einen schönen Abend und einen entspannten. Und ja, morgen muss ich mal gucken, wann ich reinkomme. Wenn der PC schnellstmöglich fertig wird, dann wird es ein bisschen später. Wenn die Teile nicht ankommen, dann wird das ein bisschen früher was mit dem Stream. Aber das wird morgen relativ spontan. Aber ich denke mal so irgendwie so gegen 14, 15, 16 Uhr, irgendwie so in den Zeitraum. Genau. Also, schönen Abend noch und bis morgen. Ciao. Achso, Raiden?
Ich weiß nicht wen. Und ich kann noch nicht raiden, ich kann... Moment. Ich muss erstmal rausfinden, wie... So, mal gucken, ob ich raiden kann. Nein, ich kann nicht raiden. Ah, doch. Ich kann Maluna raiden. Okay. Dann viel Spaß bei Maluna, die spielt Schach. Und ja, bis die Tage auf jeden Fall. Ciao. Also bis morgen.